Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute eine interessante Frage: Wie lange wachsen Koi? Hallo, da ich einen King Kabuto, in Klammer Euro Koi, habe, der die ersten Jahre schlecht gehalten wurde und erst 6-jährigen ca. 40 cm in meinen Teich, 45 Kubikmeter Teich, übergesiedelt ist und dort ordentliches Futter bekommen hat und es noch auf 70 plus geschafft hat, würde mich interessieren, ob Koi ihr Leben lang wachsen und ob das Wachstum der ersten 3 bis 4 Jahre einen Einfluss auf die Endgröße hat oder ob das fehlende Wachstum in den nächsten Jahren aufgeholt wird. Mit freundlichen Grüßen, Fred aus Österreich. Fred, du hast es ja eigentlich schon beantwortet. Der ist 6-jährig nur auf 40 cm gewachsen und danach hat er das Wachstum im Prinzip wieder aufgeholt, respektive er ist wieder gut gewachsen. Und was Sie wissen müssen, das mit dem Wachstum von Koi oder bei Fischen ist ganz, ganz einfach. Man muss es nur wissen. So, in den ersten Monaten wachsen Koi exponentiell, das heißt brutal. Die haben eine Längenzunahme und Gewichtszunahme, die ist Wahnsinn. So, also exponentiell. Danach kommt eine lange Zeit des linearen Wachstums. So, und danach kommt das verlangsamte Wachstum, also entgegen exponentiell, das wird dann irgendwann mal richtig langsam. Wir sehen das bei unseren großen Karashi-Koi, die wir immer wieder aus den Naturteilen Komori oder auch früher Yamaguchi geholt haben. Da war es dann plötzlich irgendwann mal so, dass die im Jahr noch einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter gemacht haben oder in 2 Jahren nur einen Zentimeter, aber das wäre dann der halbe Zentimeter im Jahr. Aber die Fische sind irgendwie immer gewachsen, sie sind nie stehen geblieben. Das heißt, ein Koi wächst ein Leben lang. Und wenn Sie sich jetzt mal die Kurve angucken, exponentiell und dann linear. Und bei einem linearen Wachstum oder bei einer Geraden, bei einer linearen, da ist es einfach so, die kann relativ flach sein oder die kann steil sein. Wenn ich jetzt einen Fisch im Optimum oder im maximalen Wachstum halte, so wie wir das hier machen, unter idealisierten Bedingungen, dann ist es tatsächlich so, am Anfang exponentiell, wobei das exponentielle Wachstum vollziehen die Koi in Japan. Wenn wir sie bekommen, sind sie eigentlich schon im linearen Wachstum. Jetzt kann so eine Gerade natürlich relativ steil verlaufen, das ist unter idealisierten Bedingungen, oder sie kann relativ flach verlaufen. Und das ist genau das, was bei deinem Fisch passiert ist. Der ist 6 Jahre unter relativ schlechten Bedingungen gehalten worden. Das heißt, er ist linear gewachsen, aber halt relativ langsam. Also in Relation zur Zeit hat er nur wenige Zentimeter zugenommen. Jetzt ist er plötzlich zu dir gekommen und jetzt musst du dir das so vorstellen, der ist über 6 Jahre, hat er eine relativ flache Gerade gehabt und dann ist die plötzlich angestiegen. So, aber es ist immer noch eine Gerade und so verändert sich das dann. Und das ist in den Fischen genetisch programmiert. Und das ist das, was zum Beispiel unsere Karashi-Koi haben, dass die einfach sehr lange im linearen Wachstum sind, bevor dann irgendwann der Übergang zum verlangsamten Wachstum ist. Und darüber definiert sich am Ende die Endgröße eines Koi. Wie lange ist die Zeitspanne, wo der Fisch linear wachsen kann, wo er also einen richtigen Schub macht, wo er richtig an Größe gewinnt. Und das ist das, was ich in meinen Auktionstexten immer mal wieder schreibe. Ein aufgeschobenes Wachstum ist kein aufgehobenes Wachstum. Ich kann einen Fisch auch irgendwann mal unter idealisierten Bedingungen, kann ich ihn 2 Jahre halten, bis er wegen mir auf 70 cm gewachsen ist, fütter ihn dann beispielsweise auf Erhalt, dass die Kurve fast waagerecht ist, dass also fast kein Längenzuwachs mehr stattfindet. Und nach 1, 2, 3 Jahren sage ich, okay, jetzt geht es weiter und gebe wieder die idealisierte Bedingung. Dann habe ich wirklich eine Kurve, dann habe ich erstmal eine Gerade mit dieser Steigung, dann wird sie fast waagerecht und dann kann die wieder genau die gleiche Steigung bekommen. Und das ist eben so, wie Koi oder wie Fische im Allgemeinen wachsen. Also am Anfang exponentiell, linear und dann verlangsamt, aber sie wachsen ein Leben lang. Allerdings war es so, wie ich es Ihnen jetzt erklärt habe, war das stark vereinfacht, aber so kann man es sich am Ende vorstellen. Aber Sie können jetzt über die Haltung auf Erhaltungsbedarf, also über die Fütterung auf Erhaltungsbedarf, können Sie die Genetik nicht verändern. Ändern sich die Begebenheiten, dann wird der Fisch das Wachstum auch wieder aufholen. Ich sage Ihnen, ich habe es letztes Mal im Blog schon mal gesagt, es kommt bis heute, kommen Leute zu uns ins Outlet und sagen, Herr Kammerer, als ich damals das Black Label, das erste Koi-Futter mit Mikronährstoffen, das Sinkfutter, als wir das auf den Markt gebracht haben, reihenweise sind die Leute hier reingekommen und haben gesagt, meine Fische sind Jahre nicht gewachsen, wirklich 40 cm gekauft, auf 42 cm gewachsen, plötzlich kommt Black Label hinzu, ein Topfutter, damals wahrscheinlich das beste Futter, was es überhaupt gab. Heute ist es meines Erachtens Number One. Da geht wirklich nichts drüber und wir testen gerade so viel Futter, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ein Number One reicht überhaupt gar nichts ran.
und plötzlich wachsen diese Fische, die es dann über Jahre um 2 cm Längen auf 2 cm Längenzuwachs geschafft haben, die sind dann plötzlich in einem Sommer auf 55 gewachsen, im nächsten Sommer auf 65 und die Leute haben gesagt, sie hätten es nie geglaubt. Also, damit ist die Frage nachhaltig beantwortet. Deine Fische, beziehungsweise euer aller Fische, wachsen ein Leben lang, aber halt über die 3 Phasen, wie ich gerade beschrieben habe. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.